Hallo und herzlich willkommen zur ökonomischen Analyse des Rechts 2. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen und Sie haben sich ein bisschen erholen können und aber auch die Zeit ein bisschen produktiv nutzen können. Ja, wir haben letztes Jahr das Kapitel Eigentumsrechte und insbesondere intellektuelle Eigentumsrechte hinter uns gelassen. Und steigen jetzt frisch ein in ein neues Kapitel, nämlich es geht um Governance. Governance ist das eigentliche Thema. Und wie lässt sich das einbetten? Es lässt sich einbetten in das Thema der ökonomischen Analyse des Vertragsrechts und aber auch in das Thema der Transaktionskosten. Genau, also es geht stark um die Perspektive der Firmen hier und der Kontext zur ökonomischen Analyse des Rechts ist am ehesten herstellbar über das Vertragsrecht oder das Konzept der Verträge. Ich kann gerne noch mal ein bisschen detaillierter aufbereiten, wie der Kontext jetzt ist. Von meiner Seite gibt es nichts Organisatorisches zu besprechen. Wenn wir uns den Terminplan anschauen, haben wir bis zur Klausur noch 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, also inklusive dieser. Ich bin immer noch nicht entschieden, ob ich jetzt wirklich bis zum Ende nur Governance besprechen werde oder ob ich doch noch ein kleines anderes Kapitel einschiebe. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob ich jetzt vom Stoff her müsste es eigentlich passen, dass ich Governance diese und kommende Woche abhake. Und dann in den ersten zwei Februarwochen, dass wir da, oder in den, in den zwei Februarsitzungen, die wir dann inhaltlich noch haben, dass ich dann da noch ein bisschen Schadensrecht einbaue. Das wäre eigentlich ganz nett. Ne? Denn so haben wir Schadensrecht ein bisschen behandelt, auch wenn es nicht mein Lieblingsthema ist. Und haben einfach ein breiteres Spektrum an Themen behandelt. Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Also wahrscheinlich Governance diese Woche und nächste Woche und dann zwei Wochen Schadensrecht und dann am 15. Februar, also der letzten gemeinsamen Sitzung vor der Klausur, mache ich dann keinen Inhalt mehr, sondern da können Sie halt Ihre allerletzten Fragen nochmal stellen. Ne? Also wir werden da eine inhaltliche Fragestunde machen, wie jetzt vor der Weihnachtspause. Da können Sie mir ab jetzt bis dahin, bis eine Woche davor, Fragen zuschicken. Am besten möglichst spezifisch und dann kann ich es wieder so aufbereiten, wie ich es vor der Weihnachtspause gemacht hatte. Und Infos zur E-Klausur, also spätestens bis zu dieser Sitzung werde ich dann Ihnen dann auch zeigen, wie die E-Klausur im Endeffekt aussehen wird. Okay, steigen wir ein ins Thema Governance. Worum geht es hier? Vor der Weihnachtspause haben wir uns ziemlich lange mit Themen aus dem Bereich der Eigentumsrechte beschäftigt. Und jetzt machen wir eher einen Schwenk Richtung ökonomische Analyse des Vertragsrechts und schauen uns stark die Firmenperspektive an und Kooperation zwischen Firmen und es geht teilweise auch ein bisschen ins Philosophische. Wie immer vorab ein Wort zur Literatur. Größtenteils beziehe ich mich, was die Theorie zu diesem Kapitel angeht, auf das Lehrbuch
von Vogt. Stefan Vogt, das ist ein deutsches Lehrbuch zur Institutionenökonomik und da ist eigentlich ganz schön aufbereitet. Da ist das Thema Governance und Transaktionskosten eigentlich ziemlich schön aufbereitet und ich beziehe mich hauptsächlich da drauf. Kapitel 3 genauer gesagt. Das habe ich hier noch hochgeladen in Moodle und ein bisschen spezifischer an ein quasi ein Buchkapitel über nochmal aus einer anderen Perspektive über das Thema haben wir hier ein Buchkapitel von Ingo Pies und Martin Neschke, ja, wo es auch um das Thema Governance und Transaktionskostenökonomik geht. Auch das lade ich Ihnen hoch. Ich würde sagen, diese zwei Sachen sind Pflicht. Und dann darüber hinaus haben wir einmal natürlich, der Vollständigkeit halber, habe ich hier die Originalquelle von Oliver Williamson angegeben. Oliver Williamson, haben Sie vielleicht mitbekommen, hat letztes, vorletztes, also ist relativ, ist noch nicht so lange her, dass er einen Nobelpreis bekommen hat und ge eben genau das darüber, worüber wir heute sprechen werden. Ne? Deswegen ist es auch höchst relevant für Sie. Nicht, weil er einen Nobelpreis bekommen hat, sondern weil es wirklich interessant ist. Und dann als letztes habe ich ihn hier noch verlinkt, ein Podcast. Also genau, und da wird Mike Munger interviewt von Russ Roberts. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie, vielleicht habe ich Ihnen schon mal was verlinkt von EconTalk. EconTalk ist ein Podcast, der jede Woche rauskommt von Russ Roberts und der eben ja aus einer institutionenökonomischen, hardcore-liberalen Perspektive aktuelle Literatur bespricht, mit den Autoren jeweils. Ist, ja, ist ein sehr guter Podcast, ist relativ lang, meistens 1 bis 2 Stunden. Ja, aber Russ Roberts hinterfragt die Sachen immer sehr genau, ne, und auch die Annahmen. Und ja, da kann man viel Ökonomik lernen, wenn man den Podcast hört. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie Russ Roberts auch von ganz woanders her. Er ist nämlich einer von den beiden, die dieses Keynes versus Hayek Rap-Video gemacht hatten. Ne? Wenn es Sie interessiert oder wenn Sie es noch nicht kennen, einfach auf YouTube mal suchen. Keynes, Hayek, Rap. Und dann finden Sie das Video. Ist ganz sehr unterhaltsam aufbereitet. So, wenn Sie Zeit haben, hören Sie sich den Podcast an. Da geht es auch um Transaktionskostenökonomik. Und zwar, ja, um die grundlegende Frage, warum gibt es überhaupt Firmen? Und das hat mit der Motivation für dieses Kapitel zu tun. Wenn man ganz weit ausholt, um das Thema Governance einzuordnen in die ökonomische Forschung und in die ökonomische Analyse des Rechts, geht es hier ganz grundsätzlich um die Frage, warum gibt es überhaupt Unternehmen? Ja, ja. Fragen Sie sich doch mal kurz, warum gibt es überhaupt Unternehmen aus ökonomischer Sicht? Warum ist diese Frage interessant? Warum ist diese Frage interessant? Da kommen wir gleich zu. Erstmal ein kurzes Wort zu Oliver Williamson. Worum geht es hier? Williamson hat in seiner Literatur untersucht, wie unterschiedliche vertragliche Arrangements auf Firmenebene oder wie man diese vertraglichen Arrangements auch nennen kann, Governance-Strukturen, wie diese Governance-Strukturen die Transaktionskosten und damit Märkte beeinflussen. Also wenn wir von Governance sprechen, geht es um vertragliche oder institutionelle Arrangements zwischen Firmen. Und ganz neu erfunden hat er diese Frage nicht, denn schon 1937 hat Ronald Coase, ein weiterer Nobelpreisträger, ich glaube der älteste noch lebende, oder der älteste lebende, 37 hat er schon gefragt, warum es überhaupt Firmen gibt. Und diese Frage lässt sich ummünzen in die Frage nach Transaktionskosten. Coase hat zum ersten Mal in der Ökonomik von Transaktionskosten gesprochen.
Was sind Transaktionskosten? Sie erinnern sich, das sind die Kosten der Nutzung des Marktes. Und hypothetisch, wenn Märkte kostenlos wären und perfekt funktionieren würden, dann bräuchten wir keine Firmen. Denn dann könnte man alle Transaktionen und alle Schritte, die innerhalb einer Firma gebündelt sind, perfekt über den Markt abwickeln. Ne? Denn innerhalb einer Firma werden Interaktionen ja nicht über Interaktionen und wirtschaftliche Handlungen nicht über freiwillige Tauschbeziehungen koordiniert, die ja per Definition, also freiwillige Tauschbeziehungen sind per Definition immer Pareto verbessernd. Nee, innerhalb von Firmen werden Interaktionen über Anweisungen durch eine in einer Hierarchie koordiniert. Ne? Und das wäre viel ineffizienter, wenn Märkte perfekt funktionieren würden. Denn Weisungen, Sie wissen es selbst, das Horrorbild einer ineffizienten Organisation, einer ineffizienten hierarchischen Organisation ist natürlich die Bürokratie. Ja? Und eine Bürokratie ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass Handlungsketten, dass Aktionen sehr langsam sind. Ne? Pläne können sehr langsam umgesetzt werden, es kann sehr langsam auf exogene Schocks reagiert werden und der Markt, wenn er kostenlos ist und perfekt funktioniert, reagiert quasi sofort, ohne Zeitverzögerung. Ne? Das heißt, wenn Märkte perfekt funktionieren würden, dann gäbe es keinen Grund für Firmen. Aber es gibt Firmen. Und dann kann man eben umgekehrt fragen, warum denn nicht alle Transaktionen auf der Welt in einer großen Weltfirma gebündelt sind? Warum gibt es verschiedene Firmen, die sich auf irgendwas spezialisieren? Warum gibt es nicht eine große Firma auf der Welt, die alles produziert? Transaktionen über Hierarchien zu koordinieren, ist auch mit Kosten verbunden, nämlich den sogenannten Organisationskosten. Wir haben also Transaktionskosten auf der einen Seite, also die Kosten des Marktes, und Organisationskosten auf der anderen Seite, die Kosten von Hierarchien. Und für jede Aktivität, oder grober gesagt für jede Branche, richtet sich das Verhältnis von Markttransaktionen zu Firmentransaktionen danach, ob eher die Transaktionskosten oder die Organisationskosten überwiegen. In marginalen Begriffen ausgedrückt, eine Firma wird so lange expandieren, bis die marginalen Transaktionskostenersparnisse genau den marginalen zusätzlichen Organisationskosten entsprechen. Nochmal, eine Firma kann sich ja jederzeit überlegen, ob sie expandiert oder ob sie nicht expandiert, sondern weitere Aktivitäten eher über den Markt abwickelt. Und diese Entscheidung richtet sich im marginalen Kalkül danach, also nach den marginalen Transaktionskostenersparnissen und den marginalen zusätzlichen Organisationskosten. Wenn ich als Firma ein bisschen expandiere, dann heißt das ja, dass ich mehr Aktivitäten innerhalb der Firma abwickle. Das heißt, ich spare Transaktionskosten, die ich sonst über den Markt hätte. Ja? Aber gleichzeitig, dadurch, dass ich mehr Aktivitäten innerhalb der Firma abwickle, habe ich zusätzliche Organisationskosten. Ja? Und eine Firma wird laut dieses Kalküls so lange expandieren, bis eben dieses Kalkül gerade ausgeglichen ist. Ne? Die marginalen Ersparnisse von Transaktionskosten sollten gerade den marginalen zusätzlichen Organisationskosten entsprechen. So, bis dahin sind wir jetzt in der Welt von COS noch. Ne? COS unterscheidet eigentlich nur zwischen entweder Markt oder Firma. Und diese Erkenntnisse greift Williamson auf und fragt nicht mehr nur danach, warum manche Aktivitäten über Märkte und manche über Firmen abgewickelt werden, sondern Williamson untersucht hauptsächlich Zwischenfälle, ne, sogenannte hybride Vertragsformen aus transaktionskostenökonomischer Perspektive. Ne, also transaktionskostenökonomisch bedeutet aus der Perspektive, die
Coase geprägt hat. Ne? Für jede Aktivität müssen wir unterstellen, dass es potenziell entweder Transaktionskosten oder Organisationskosten gibt. So, können Sie sich vielleicht vorstellen, was gemeint ist mit hybriden Vertragsformen? Es muss ja per Definition irgendwas sein zwischen einem reinen Markt oder einer reinen Hierarchie einer Firma. ja, wenn nicht, ist nicht schlimm. Wir kommen gleich noch dazu, was mit hybriden Vertragsformen gemeint sein könnte. Und insbesondere fragt Williamson in seinen Artikeln, inwieweit einzelne Aspekte einer Transaktion, einzelne Charakteristika einer Transaktion für die Art der jeweils optimalen Vertragsform relevant sind. Ne? Also wir werden sehen, je nachdem, was für eine Transaktion wir betrachten, ist eine jeweils andere Vertragsform, eine andere hybride Vertragsform relevant. Und diese Charakteristika, diese Aspekte einer Transaktion beinhalten die getroffenen Annahmen über das Verhalten von Akteuren und die Spezifität bestimmter Investitionen und die Häufigkeit, mit der die Transaktion vorgenommen wird. Das schauen wir uns gleich noch an. Erstmal zu den Annahmen. Williamson geht davon aus, dass Akteure nur beschränkt rational handeln. Ich weiß nicht, ob Sie das in R1 behandelt haben. Ja. Beschränkt rational bedeutet im Endeffekt, grundsätzlich handeln Individuen rational, aber eben nicht perfekt rational, wie es in klassischen ökonomischen Modellen angenommen wird. Ne? Sie haben natürlich nicht vollständige Informationen über alle Zustände der Welt und sie haben natürlich auch nicht perfekte Rechenkapazität. Ne? Wenn Sie irgendeine Entscheidung treffen, dann, wenn Sie beschränkt rational sind, dann werden Sie schon rational handeln, also das in einem gewissen Maße durchrechnen, ein Kalkül aufstellen, aber Sie werden nicht alle möglichen Zustände der Welt durchrechnen, weil Sie die Information nicht haben und weil Sie auch nur beschränkte Kapazität haben, so ein Kalkül zu machen. Ne? Eine ganz einfache Zusammenfassung für beschränkte Rationalität wäre, wenn ich etwas kaufen möchte, dann setze ich mir einen bestimmten Zeitpunkt, wo ich es kaufen möchte und bis zu diesem Zeitpunkt sammle ich so viele Informationen, wie ich kriege über dieses Produkt und gegeben die Informationen, die ich bis dahin gesammelt habe, treffe ich meine Kaufentscheidung. Ja, so könnte man beschränkte Rationalität zusammenfassen. Konkret. Für eine Kaufentscheidung. Einfach mal beschränkte Rationalität googeln, da finden Sie bestimmt tausende von Definitionen. Jedenfalls geht Williamson davon aus, dass die Individuen in seinen Modellen nicht perfekt rational handeln. Also keine Maschinen sind. Außerdem nimmt Williamson an, dass Akteure opportunistisch sind. Vielleicht wissen Sie, was das für, also aus modelltheoretischer Perspektive bedeutet? Das heißt nichts anderes, als dass, wenn die Akteure in der Lage sind, sich auf Kosten anderer besser zu stellen, dann tun sie das auch. Insbesondere können wir festhalten, dass opportunistische Menschen halten sich nicht automatisch an Regeln. Das heißt, wenn Sie einen individuellen Vorteil darin sehen, zu betrügen oder zu täuschen, dann werden Sie dies auch tun. Ne? Also es verschärft nochmal diese Rationalitätsannahme. Denn wir könnten ja genauso gut annehmen, dass Menschen sich immer an Regeln halten oder nie andere schädigen. Ne? Aber die Opportunismusannahme sagt, wenn sich die Individuen besser stellen können, dann werden sie es auch machen. Egal, ob sie andere schädigen oder nicht. Gleich die nächste Frage. Warum ist es denn so wichtig, die Annahme für das Opportunismus zu treffen, wenn wir über spezifische Investitionen sprechen?
Sie wussten gar nicht, dass wir über spezifische Investitionen sprechen. Ich habe es noch gar nicht erwähnt. Aber das ist ein ganz zentraler Bestandteil dieses ganzen Kapitels. Spezifität. Williamson spricht von Spezifität oder auf Englisch Asset Specificity, wenn die nächstbeste Verwendung eines Investitionsgutes sehr viel weniger Wert schöpft als die ursprünglich vereinbarte. Ne? Hierbei kann sich Spezifität auf Sachkapital, Humankapital, aber auch zum Beispiel den Standort eines Gutes beziehen. Wir könnten jetzt ein paar Beispiele durchgehen, aber ich denke, da werden wir gleich noch zukommen und insbesondere auch in den Übungsaufgaben werden wir uns damit beschäftigen. Also Spezifität liegt dann vor, wenn die nächstbeste Verwendung eines Investitionsgutes sehr viel weniger Wert schöpft als die ursprünglich vereinbarte. Und die Differenz zwischen dem Wert der erstbesten und der zweitbesten Verwendungsmöglichkeit eines Gutes nennt man Quasi-Rente. Und wenn ein Vertragspartner opportunistisch ist, dann hat er einen Anreiz, sich einen möglichst hohen Anteil genau dieser Quasi-Rente anzueignen. Und genau das wird in der vertragsökonomischen Literatur als Hold-up, also Überfall bezeichnet. Huch. Hold-up, ne? Überfall. So, aber der andere Vertragspartner ist ja nicht dumm, denn wir haben ja angenommen, dass die Akteure beschränkt rational sind. Zumindest sind sie genauso schlau wie ihr Gegenüber. Und sie wissen, dass der opportunistische Vertragspartner einen Anreiz hat, so ein Hold-up auszuführen. Und wenn der andere Vertragspartner das antizipiert, wird er eventuell von vornherein gar keine Transaktion eingehen. Zumindest keine, in der spezifische Investitionen aufgebracht werden müssen. Ne? Also das Grund, Grund die grundlegende hypothetische Situation, die wir betrachten, ist, zwei Akteure überlegen sich, ob sie zusammen etwas quasi unternehmen sollen, Unternehmen im Sinne von wirtschaftlich. Und das, was sie machen wollen, das erfordert aber, dass einer der Partner eine spezifische Investition bringt, ne? Also Geld irgendwo rein investiert, was sehr spezifisch ist, was außerhalb dieser Vertragsbeziehung nicht so viel Wert schöpft. Und dann wissen beide ganz genau, dass der die Investition nicht aufbringt, dass der eben den anderen ausbeuten könnte. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen konkreter an. Ja, das hier, ich weiß nicht, das müssten Sie eigentlich in R1 gehabt haben. Wir haben hier ein ganz simples Beispiel für eine Situation mit Hold-up. Genau, wir haben zwei Akteure, einmal den Investor I und den Opportunist O. Wir nehmen an, die beiden handeln nacheinander. Zuerst entscheidet der I darüber, ob es ein gemeinsames Projekt gibt und ob er seine spezifische Investition tätigt. Das wäre diese Stufe hier. In der nächsten Stufe entscheidet der Opportunist, wenn es ein Projekt gibt, ob er opportunistisch handeln soll oder ehrlich. Und auf der nächsten Stufe kann der Investor dann entscheiden, ob er bleiben oder gehen soll, ne? Ob er in der Vertragsbeziehung drin bleibt oder geht. Und wenn er geht, hat er natürlich einen Verlust, weil er vorab schon spezifische Investitionen getätigt hat. Und hier in diesem einfachen Zahlenbeispiel wird unterstellt, dass wir Investitionskosten von 4 haben für den Investor und
Bei einem erfolgreichen gemeinsamen Projekt würde daraus ein Bruttoertrag von 6 entstehen, also ein Gewinn von 2. Okay. Und hier auf der letzten Stufe haben wir dann jeweils den Payoff. Wenn also der Opportunist ehrlich ist, dann haben wir insgesamt den Gewinn von 2 und der wird dann halbe halbe aufgeteilt zwischen den beiden und das heißt, jeder von den beiden kriegt 1. Und andererseits, wenn der Opportunist opportunistisch handelt und quasi den anderen ausraubt, dann kann er sich Moment. Moment, das passiert, wenn man sich keine Notizen zum Modell macht. Wie war das denn? Wir haben hier 3 und minus 1. Also mir geht es jetzt gerade um hier dieses Feld. Der Investor bleibt auf insgesamt minus 1 sitzen, denn er hat ja Investitionskosten von 4 gehabt und aber kann noch einen Ertrag von 3 abschöpfen. So kommen wir auf minus 1. Und der Opportunist hat nichts gemacht und kann sich aber die Hälfte des Ertrags aneignen und hat dann dadurch plus 3. So ist es. Genau, der Opportunist kann quasi dem anderen was abknöpfen, ne? Dadurch, dass er ihn quasi erpresst. Und ja, dadurch bleibt der Investor hier auf minus 1 sitzen. Wenn der Investor geht, dann bleibt er auf seinen Investitionskosten sitzen, hat gar keine Erträge. Und ja, der Opportunist hat gar nichts. Und genauso ist es hier drüben. Genau, und wenn von vornherein der Investor sagt, kein Projekt, dann haben wir natürlich beide null, ne? Denn der Investor hat keine Investitionskosten und der Opportunist kann nichts abschöpfen. So, wie lösen wir das Spiel? Wir lösen sowas rückwärts. Wir schauen uns auf jeder Stufe an, was die beste Antwort ist. Auf der letzten Stufe entscheidet der Investor. Schauen wir uns den rechten Ast an. Also in diesem Ast hier entscheidet der Investor, ob er bleiben soll oder gehen. Und was ist für ihn besser, bleiben oder gehen? Bleiben. Ne? 1 ist besser als minus 4. Das heißt, hier dieser Dick, das hier ist die beste Antwort, ist in diesem Ast. Und auf der anderen Seite entscheidet der Investor immer noch zwischen bleiben und gehen und auch da entscheidet er sich für bleiben, denn minus 1 ist immer noch besser als minus 4. Okay. Okay, gegeben, dass der Opportunist das weiß, entscheidet er jetzt auf der vorherigen Stufe zwischen Opportunismus und ehrlich sein. Wenn er ehrlich ist, dann weiß er, dass der Investor sich für bleiben entscheiden wird und dann wird der Opportunist 1 haben. Wenn der Opportunist hier auf dieser Stufe opportunistisch handelt, dann weiß er, dass der Investor wieder bleiben wird und er hat plus und der Opportunist wird plus 3 haben. Das heißt, der Opportunist entscheidet sich zwischen plus 3 und plus 1 und findet natürlich plus 3 besser. Er entscheidet sich hier also für Opportunismus. Okay, und dann gehen wir wieder eine Stufe zurück auf den Investor. Der Investor weiß auf der nächsten Stufe,
Wenn es einen Vertrag gibt, wird der Opportunist opportunistisch handeln. Und der Investor wiederum wird im Vertrag bleiben, sodass der Investor minus 1 haben wird. Und das vergleicht er eben mit der Situation kein Vertrag und da hat der Investor 0. Das heißt, er vergleicht zwischen minus 1 und 0 und entscheidet sich für 0. Das heißt, wenn wir das Spiel hier rückwärts lösen, dann kommt eben raus, dass es für den Investor rational ist, keine Vertragsbeziehung einzugehen. Okay? So, und ja, diese Spielsituation, wie sie hier dargestellt, ist eben typisch für eine Situation mit spezifischen Investitionen. Ja? Denn nur wenn es so eine spezifische Investition gibt, dann kann einer der Vertragspartner den anderen so ausbeuten. Und aber gerade spezifische Investitionen sind es oft, die ein Projekt potenziell sehr profitabel machen. Ne? Denn gerade weil sie sehr spezifisch sind, sind sie meistens sehr produktiv. So, eine mögliche Lösung in dieser Situation wäre vertikale Integration. Was heißt vertikale Integration? Das würde bedeuten, der I und der O schließen sich zusammen in einer gemeinsamen Firma. Sie werden integriert in eine Organisationseinheit und das löst das Problem, denn dann haben I und O das gleiche Entscheidungsproblem. Und wenn sie beide gleichen Anreize haben, dann werden sie natürlich die Investition tätigen und den Gewinn am Ende sich aufteilen. Und ja. Okay, das ist eine mögliche Lösung. Eine mögliche Lösung ist vertikale Integration. Aber dann kann man ja sofort fragen, warum ist das nicht immer die Lösung? Und das ist nichts anderes als die Frage, warum gibt es nicht eine große Weltfirma, die alles produziert, was gebraucht wird? Und die Antwort sind Organisationskosten. Ne? Je größer eine Firma ist, desto größer sind die Organisationskosten, desto größer sind die Kosten, per Weisung Entscheidungen zu treffen, per Weisung wirtschaftlich zu handeln und Transaktionen abzuwickeln. Genau. In der folgenden Tabelle ist zusammengefasst, wie sich die getroffenen Annahmen über Rationalität, Opportunismus und Spezifität auf die jeweils angemessene Vertragsart auswirken. Ne? Also wir müssen nicht immer annehmen, dass alle drei Annahmen erfüllt sind, sondern wir können uns auch mal anschauen, was denn wäre, wenn diese nur teilweise erfüllt sind, getroffen werden. Gehen einfach Zeile durch Zeile durch. Wenn wir annehmen, dass Akteure zwar opportunistisch sind, und es auch spezifische Investitionen gibt, die Akteure aber nicht nur beschränkt, sondern perfekt rational sind, dann ist die sogenannte Planung die optimale Vertragsart. Was könnte mit Planung gemeint sein? Damit ist gemeint, dass Individuen ihre perfekte Rationalität dazu nutzen können, alle denkbaren Eventualitäten gedanklich vorwegzunehmen und sie im Vertrag zu berücksichtigen. Und Sie erinnern sich, solch einen Vertrag nennt man in der ökonomischen Analyse des Rechts auch einen vollständigen Vertrag, ne? Weil er eben vollständig ist. Er deckt alle Eventualitäten ab. Und es kommt, wenn wir einen vollständigen Vertrag haben, kommt es niemals ex post zu einer Auseinandersetzung über die korrekte Interpretation.
weil der Vertrag vollständig ist. Okay, jetzt sagen Sie wahrscheinlich, es ist ein bisschen weit hergeholt anzunehmen, dass Individuen perfekt rational sind. Aber in der Tat gibt es eine ganze Branche in der Vertragsökonomik, die sich genau damit beschäftigt, wie solche vollständigen Verträge aussehen könnten. Und ja, diese Branche heißt Mechanism Design. Okay? Es geht um das Design eines solchen vollständigen Vertrags und in dieser Literatur werden solche Verträge eben Mechanismen genannt. Mechanism. Schauen wir uns die nächste Zeile an. Wenn wir annehmen, dass spezifische Investitionen vorliegen und die Individuen beschränkt rational sind, aber nicht opportunistisch. Was haben wir dann für eine angemessene Vertragsart? Naja, wir können auf jeden Fall nicht mehr vollständige Verträge benutzen, weil die Individuen nicht mehr perfekt rational sind. Aber das ist gar nicht so schlimm. Denn dadurch, dass die Individuen nicht opportunistisch sind, per Annahme, kommt es gar nicht mit dem Holdup. Denn wenn die Individuen nicht mehr opportunistisch sind, dann schaden sie nicht mehr bewusst anderen, nur um einen höheren Payoff davon zu tragen. Ne? Das heißt, wenn wir diese Annahmen treffen, dann ist die angemessene Vertragsart das Versprechen. Es reicht, wenn beide Parteien, beide Vertragspartner sich ex ante versprechen, nur den gemeinsamen Vorteil zu verfolgen. Weil die per Definition nicht opportunistisch handeln, reicht das. Man sagt auch, man sagt auch, dass diese unvollständigen Verträge selbst durchsetzend sind, weil eben Opportunismus nicht vorhanden ist. Und wir brauchen keine dritte Partei zur Durchsetzung der Verträge. In der nächsten Zeile schauen wir uns an, dass Akteure beschränkt rational sind und opportunistisch, aber wir haben keine spezifischen Investitionen. Was ist dann die optimale Vertragsart? Es ist der Markt. Warum ist der Markt jetzt die optimale Vertragsform, um Transaktionen abzuwickeln? Naja, wenn wir keine Spezifitäten haben, dann können Güter, Investitionsgüter jederzeit umgewidmet werden, sodass Opportunismus irrelevant wird und Märkte effizient funktionieren. Ne? Wenn wir keine Spezifität haben, dann kann der potenziell übers Ohr gehauen wird, einfach sagen, okay, dann gehe ich einfach woanders hin und wickel meine Transaktion woanders ab. Denn da kriege ich einen genauso guten Wert dafür, weil es keine Spezifität gibt. Mit anderen Worten, die nächstbeste Verwendungsmöglichkeit ist genauso gut. Die erste und die zweitbeste Verwendungsmöglichkeit sind genauso gut. Und schließlich in der letzten Zeile geht es dann um das, was wir hier eigentlich besprechen. Ne? Wenn wir annehmen, dass Individuen beschränkt rational sind und dass sie opportunistisch handeln und dass spezifische Investitionen relevant sind, dann geht es um Governance. Dann ist die sogenannte Governance die optimale Vertragsform und das sind eben hybride Vertragsformen, irgendwas zwischen Markt und Firma. Warum? Naja, wenn alle drei Annahmen zutreffen, also wenn beschränkte Rationalität, Opportunismus und Spezifität vorliegen, dann klappt erstens Planung nicht, weil die Rechenkapazität nicht da ist. Versprechen klappt nicht wegen Opportunismus. Markt klappt nicht. Warum? Wegen Spezifität. Und ja, es gibt eben jetzt drei Alternativen. Erstens, wir haben, wie wir eben in dem kleinen Modell gesehen haben, erstens, es findet keine Transaktion statt. Das ist schlecht.
Warum ist das schlecht oder warum ist das ineffizient? Nein, wir haben gesehen, es würde ein Wert geschöpft. Ja? Es würde ein Wert dabei entstehen und das ist immer gut. Zweite Möglichkeit, es findet vertikale Integration statt. Das heißt, die beiden Vertragspartner gründen eine gemeinsame Firma. Das ist auch nicht immer optimal, denn dadurch entstehen Organisationskosten. Und die dritte Möglichkeit, schließlich, wie ich eben schon angedeutet habe, ist die sogenannte Governance. Ne, die Beteiligten schaffen sich eine eigene sogenannte Governance-Struktur. Ups, Entschuldigung. Und warum benutze ich hier immer das englische Wort Governance? Naja, das deutsche Wort ist sehr umständlich. In der deutschen Ausgabe werden Governance-Strukturen übersetzt mit Beherrschungs- und Überwachungssystemen. Ne, das ist erstens, finde ich, keine gute Übersetzung und zweitens sehr lang. Ne, deswegen sprechen wir weiter von Governance. So, und Williamson beschäftigt sich damit, welche Faktoren einer Transaktion dafür entscheidend sind, was für eine Governance-Struktur gewählt wird. Und die drei Dimensionen, nach denen Transaktionen unterschieden werden, sind erstens das Ausmaß an erforderlichen spezifischen Investitionen, zweitens das Ausmaß an Unsicherheit und drittens die Häufigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden soll. Nehmen wir an, dass Unsicherheit immer relevant ist, dann können wir uns auf die Dimension 1 und 3 konzentrieren. Ja? Also, wenn wir sagen, Unsicherheit ist immer relevant, dann können wir das hier streichen und brauchen uns nur noch auf Spezifität und Häufigkeit einer Transaktion beziehen. In der folgenden Tabelle schauen wir uns einige Beispiele für Transaktionen an, die durch unterschiedliche Spezifität oder Häufigkeit gekennzeichnet sind. Okay, erstmal so den Überschriften. Ja, also hier in den Zeilen unterscheiden wir einmal zwischen Transaktionen, die nur manchmal stattfinden und Transaktionen, die regelmäßig stattfinden. Und in den Spalten unterscheiden wir zwischen verschiedenen Spezifitäten. Und zwar, die Investitionsgüter sind nicht spezifisch oder sie sind gemischt oder zu einem gewissen Maß spezifisch. Oder man sagt, sie sind idiosynkratisch. Und idiosynkratisch bedeutet eben, wir haben eine sehr hohe Spezifität. Ne? Das heißt, die Investitionsgüter sind so spezifisch, dass sie eigentlich nirgends anders wirklich einen Wert schöpfen können. Ja, sind quasi einzigartig. Und Sie sehen jetzt schon, warum es praktisch war, die Dimension der Unsicherheit auszuklammern, denn dadurch können wir hier uns eine einfache Tabelle anschauen. Und die Tabelle wäre natürlich viel komplizierter, ne, wenn wir Unsicherheit noch als zusätzliche dritte Dimension einfügen würden. Genau, und hier sind einfach mal Beispiele drin. In dieser Tabelle sind einfach nur Beispiele, was für Transaktionen denn gemeint sein könnten. Also, wenn bei Nichtspezifität und geringer Häufigkeit haben wir zum Beispiel Kauf von Standardausrüstung oder bei regelmäßiger Häufigkeit haben wir Kauf von Standardmaterial. Bei gemischter Spezifität haben wir kundengefertigte Ausrüstung oder kundengefertigtes Material. Und idiosynkratische Transaktionen oder Investitionsgüter wäre zum Beispiel bei geringer Häufigkeit Konstruktion einer Fabrik. Ne? Das ist sehr spezifisch, weil etwas sehr Spezifisches darin gebaut werden soll. Dadurch ist die Fabrik ein sehr
ist quasi ein Investitionsgut mit einer sehr hohen Spezifität. Und bei hoher Häufigkeit könnten wir sprechen von fabrikspezifischer Transfer intermediärer Produkte. Ne, das wäre dann, intermediäre Produkte sind quasi Zwischengüter, die noch nicht fertig sind und woanders dann weiterverarbeitet werden. Ja? So, das sind alles nur Beispiele, aber wir haben jetzt noch nichts über die optimalen Governance-Strukturen gehört. Und die sind in dieser Tabelle abgetragen. Das ist quasi der Kern von dem, was der Kern von Williamsons Transaktionskostenökonomik. Wir haben wieder die Unterscheidung zwischen manchmal und regelmäßig, was die Häufigkeit angeht, und den drei verschiedene Stufen von Spezifität. Und ja, wir sehen, wenn wir nicht Spezifität haben, dann sind wir ja sowieso nicht in der Governance-Welt von Williamson, weil er ja alle drei, weil er die Annahme von Spezifität trifft. Das heißt, wir können eigentlich alles über den Markt abwickeln. Ne? Das nennen wir Markt-Governance oder auch klassisches Vertragskonzept. Ne? Und das ist unabhängig von der Häufigkeit. Nochmal, wenn keine Spezifität vorliegt, wird alles über den Markt abgewickelt. Okay? Soweit nichts Neues. So, wenn aber Spezifität vorliegt, aber nicht sehr hoch ist, dann Moment, ich habe mich gerade verloren in den Notizen. Okay. Wenn Spezifität eine Rolle spielt und die Transaktionen aber nur gelegentlich vorkommen, dann ist die sogenannte trilaterale Governance optimal. Was ist hier gemeint? Erstmal fragen wir uns, warum reicht hier die Marktgovernance nicht mehr aus? Klar, ne? Markt funktioniert deshalb nicht, weil wir Spezifität haben, weil die nächstbeste Verwendung viel weniger wert ist und wir deswegen unseren Vertragspartner ausbeuten können. Ne? Deswegen haben wir ein potenzielles Hold-up-Problem und deswegen kommt die Transaktion eventuell nicht zustande. Und was könnte jetzt mit trilateraler Governance genau gemeint sein? Ja, also wie schon im Namen drin steckt, man schaltet eine dritte Partei ein, die für Streitschlichtung sorgt und im Falle eines Vertragsbruches entscheidet, ob irgendwelche Strafen zu zahlen sind. Klassisches Beispiel für so eine dritte Partei wäre der Architekt. Nämlich als Mediator zwischen einerseits der Baufirma und andererseits dem Bauherren. Na, das ist ein gutes Beispiel. Trilaterale Governance umfasst also das Aufnehmen von Schiedsmechanismen in den Vertrag. Man kann es also als Versuch ansehen, die Lücken, die in Verträgen notwendigerweise auftreten, möglichst intelligent zu stopfen. Okay? Was ist zu beachten bei der Auswahl dieser Schiedsperson, dieser dritten Partei? Es gibt natürlich Anreizprobleme. Und aus der theoretischen Literatur gibt es das Ergebnis, dass die Anreizprobleme zwischen Prinzipal und Agent sich mindern lassen, sich stark mindern lassen, wenn wir eben jemanden zwischenschalten, einen Vermittler, dessen Anreize irgendwo in der Mitte liegen. Ne? Also er hat sowohl Interesse an dem Ziel des Prinzipals als auch an den Zielen des Agenten. Er hat also intermediäre Anreizstruktur. Und wenn wir so jemanden als Vermittler zwischenschalten, dann
klappt die Vertragsbeziehung zwischen Prinzipal und Agent signifikant besser. Und das bedeutet eben, die dritte Person, die bei einer trilateralen Governance eingeschaltet wird, die sollte natürlich jemand sein, die gut geeignet ist als Mediator. Ne? Also entweder keine Eigeninteressen hat, die sich mit Prinzipalen Agent decken, denn dadurch ist er auch in der Mitte, oder sich teilweise mit Prinzipalen Agent deckt. So, und als letztes schauen wir uns jetzt Governance an, wenn wir Spezifität haben, aber die Transaktion häufig oder regelmäßig geschieht, dann ist optimal die sogenannte bilaterale Governance. Wieder können wir uns fragen, warum funktioniert jetzt der Markt nicht? Klar, immer noch wegen der Spezifität. Immer noch haben wir das Problem, dass Investitionsgüter, dass die zweite Verwendungsmöglichkeit der Investitionsgüter sehr viel weniger bringt, und diese Tatsache kann der andere Vertragspartner ausnutzen über einen sogenannten Hold-up. Und deswegen kann es sein, dass Transaktionen gar nicht zustande kommen, die eigentlich wünschenswert wären für die Wirtschaft. Und Williamson benutzt als Oberbegriff für die in solchen Situationen optimalen Strukturen transaktionsspezifische Governance. Okay? Warum macht das Sinn, das so zu nennen? Naja, wenn Transaktionen durch eine hohe Spezifität charakterisiert sind, dann funktionieren standardisierte Formen der Governance nicht mehr. Ne? Und was ist standardisiert? Der Markt. Da sind Transaktionen immer gleich und deswegen standardisiert, und deswegen sind da oft die Verträge auch standardisiert. Genau, und der Punkt ist, wenn standardisierte Governance nicht mehr klappt, dann braucht man eben spezifische Governance. Und zwar solche, die genau auf die spezifischen Charakteristika der Transaktion zugeschnitten ist. Macht Sinn. Und übrigens gilt das auch für die trilaterale Governance. Ne? Auch hier sprechen wir von transaktionsspezifisch, von standardisierter Governance. Und warum kann man hier nicht, also warum kann man bei in diesem Feld der trilateralen Governance, warum kann man da nicht transaktionsspezifische Governance benutzen? Weil erst durch die wiederholte Transaktion, die sich ja über die Häufigkeit ableiten lässt, erst durch die wiederholten Transaktionen kann man die zusätzlichen Kosten der spezialisierten Governance wieder einfahren. Also nochmal, vielleicht ist jetzt nicht ganz klar geworden. Transaktionsspezifische Governance liegt in diesem Feld vor. Ne? Wenn wir also regelmäßige Häufigkeit haben und mittlere bis sehr hohe Spezifität, dann sprechen wir von
transaktionsspezifischer Governance. Okay? Und alles andere nennen wir standardisierte Governance. So, aber eigentlich haben wir stehen geblieben, was denn eigentlich bilaterale Governance ist. Okay, wenn wir also mittlere Spezifität haben und gemischte, mittlere Spezifität und hohe Häufigkeit. Okay, was meinen Sie denn? Was ist der Unterschied zwischen bilateraler und trilateraler Governance? Es steckt im Wort schon drin. Wir haben jetzt nicht mehr die dritte Partei hier drin. Sondern nur noch die beiden Vertragspartner. Und wie schaffen die es, kooperativ zu sein? Naja, mit bilateraler Governance ist gemeint sowas wie eine kontinuierliche Geschäftsbeziehung. Ja? Denn es geht ja hier um eine wiederholte Transaktion. Und diese kontinuierliche Geschäftsbeziehung wiederum besteht aus einer Vielzahl von Transaktionen, deren Umfang und Häufigkeit ex ante von keiner Vertragspartei genau geschätzt werden kann. Okay, und in einer solchen langfristigen Geschäftsbeziehung ist es dann auch nicht mehr entscheidend, dass jede einzelne Transaktion beide Vertragspartner strikt besser stellt, sodass es dann durchaus passieren kann, dass eine Partei in Vorlage tritt, in der Erwartung, dies langfristig wieder ausgleichen zu können. Okay? Und ein wichtiger Faktor in dieser sogenannten bilateralen Governance ist das gegenseitige Commitment zur wiederholten Geschäftsbeziehung. Okay. Das heißt, bilaterale Governance beschreibt irgendwie sowas wie eine langfristige Geschäftsbeziehung, wo aber die beiden Vertragspartner trotzdem noch autonom bleiben. Okay. Und das ist eben der Hauptunterschied zwischen der bilateralen Governance und der vereinheitlichten Governance. Okay? Sie können sich fast schon denken, was mit vereinheitlichter Governance gemeint ist. Wenn wir sehr, sehr hohe Spezifität haben und die Transaktion häufig durchgeführt wird, dann ist es optimal, dass die beiden Vertragspartner eine gemeinsame Firma gründen. Okay? Genau, vereinheitlichte Governance ist das, was wir eben vertikale Integration genannt haben. Und dadurch, dass die Nutzung der Investitionsgüter in dieser Situation sehr einzigartig ist, desto geringer sind natürlich jetzt die Anreize zur Nutzung einer marktlichen Lösung geworden. Ne? Also unten rechts sind wir sehr, sehr weit weg von einer Marktlösung. Okay? Und dass wir so weit weg sind von einer Marktlösung, so weit weg sind von einer funktionierenden Marktlösung, können wir jetzt auch die Firmenlösung benutzen. Okay? Was für Vorteile hat denn eine vereinheitliche Governance, eine vertikale Integration? Ein Punkt ist natürlich, dass Anpassungen als Reaktionen auf kurzfristige, unerwartete Änderungen von äußeren Umständen viel leichter zu vollziehen sind in einer kombinierten Firma, als wenn wir eine langfristige Vertragsbeziehung mit zwei separaten autonomen Firmen hätten. Ne? Denn bei zwei separaten Firmen, selbst wenn sie in einer langfristigen Geschäftsbeziehung stehen, in einer bilateralen Governance, erfordern solche Anpassungen natürlich langwierige Nachverhandlungsprozesse und Vertragsänderungen. Okay? So, nur um es nochmal zu verdeutlichen, die klassische COSE-Welt hat nur unterschieden zwischen einerseits Markt und Firma. Und der Beitrag von Williamson ist eben das Spektrum dazwischen noch quasi abzubilden, ne? Nämlich die bilaterale
und die trilaterale Governance als Zwischenfälle. Okay, das ist eigentlich im das ist die Essenz auf theoretischer Ebene von der ganzen Transaktionskostenökonomik von Williamson. Das können wir noch mal ein bisschen, das können wir auch grafisch noch mal so abtragen. Das ist jetzt aus dem Buchkapitel von Peace. Wenn wir uns hypothetisch überlegen, dass wir so einen Verlauf haben, auf der einen Achse haben wir Governance-Kosten abgetragen, also die Organisationskosten. Oder? Sind das Organisationskosten? Nee, Sie merken, das ist wieder eine Folie, wo ich aus unerklärlichen Gründen keine Notizen habe. Aber was damit gemeint ist, ist die Summe aus Transaktionskosten und Organisationskosten. Ne? So, und wir haben hier drei verschiedene Verläufe. Marktgovernance, Firmengovernance und hybride Governance. Und auf dieser Achse haben wir Spezifität abgetragen. Und die Annahme ist eben, je höher die Spezifität ist, desto höher sind die Kosten, etwas über den Markt abzuwickeln. Und dieser Verlauf ist viel steiler, denn wir wissen ja, je höher die Spezifität ist, desto schwerer ist es, eine marktliche Beziehung aufzubauen. Dafür gilt, dass dafür sehen wir, dass bei niedrigen Spezifitätsgraden die Marktgovernance mit den geringsten Kosten verbunden ist. Okay? Und dementsprechend die Firmengovernance kann relativ gut umgehen mit hoher Spezifität, hat aber bei geringer Spezifität auch höhere Kosten. Ne? Und wenn man solche Kurvenverläufe unterstellt, ja, dann können wir natürlich über die Schnittpunkte definieren, welche Governance-Formen optimal sind. Okay, also links von diesem Schnittpunkt gilt, dass die Marktgovernance optimal ist, denn sie ist mit den geringsten Kosten verbunden. Bis zum nächsten Schnittpunkt hier gilt, dass hybride Governance optimal ist, denn die hybride Governance hat hier niedrigere Kosten als Markt und Firma. Und aber ab einem bestimmten Spezifitätsgrad gilt, dass die Firma geringere Organisationskosten hat, geringere Governance-Kosten. Und ja, bei einer sehr, sehr hohen Spezifität haben auch hybride Governance-Formen dann Nachteile. Okay? Ja. Und das ist eigentlich ja, die Tabelle von eben nochmal anders dargestellt. Bei niedriger Spezifität ist der Markt optimal, bei mittlerer Spezifität hybride Formen, also trilaterale und bilaterale Governance, und bei sehr, sehr, sehr hoher Spezifität bleibt eigentlich nur noch die vereinheitlichte Governance, die vertikale Integration, als optimale Governance. Okay. Das ist eigentlich schon alles, was ich hier zur Theorie sagen wollte. Und ja, es gibt jede Menge interessanter Anwendungen von diesem Governance-Konzept. Die eigentliche Frage bei dieser ganzen Diskussion um Governance ist ja die Frage nach der optimalen Rechtsform für ein bestimmtes Unternehmen. Ne? Und das kann man dann weiter aufschlüsseln nach den verschiedenen Bereichen eines Unternehmens. Zum Beispiel auch in Bezug auf die Anreize von Mitarbeitern, in ihr Humankapital zu investieren. Was damit gemeint? Wenn ein Mitarbeiter sich weiterbildet, dann investiert er sein Humankapital und spezialisiert sich weiter. Okay, das klingt erstmal nach einer Win-Win-Situation. Sowohl der Mitarbeiter als auch das Unternehmen profitieren davon. Wenn aber der Mitarbeiter durch diese Spezialisierung den Wert seiner Arbeitskraft auch außerhalb seines Unternehmens mindert,
nicht auch, sondern außerhalb des Unternehmens mindert, weil er sich so stark spezialisiert, dann gibt es Potenzial für Ex-Post-Opportunismus. Okay? Nach der Weiterbildung könnte das Unternehmen das Gehalt des Mitarbeiters senken, ja, weil er sich mit der Weiterbildung quasi mehr spezialisiert hat. Ja, stellen Sie sich vor, dass ein Unternehmen hat ein eigenes, benutzt eine eigens für dieses Unternehmen entwickelte Buchhaltungssoftware und der Mitarbeiter wird jetzt in der Weiterbildung geschickt, um etwas über diese Buchhaltungssoftware zu lernen, dann könnte das Unternehmen theoretisch ex post quasi den Lohn des Mitarbeiters senken, ne? Denn sein Wissen um diese Buchhaltungssoftware ist außerhalb des Unternehmens auf dem Markt nichts wert. So, und das kann der Mitarbeiter dann antizipieren und hat entsprechend wenig Anreiz, in solche Weiterbildungen zu investieren. Okay? Anders ist es natürlich, wenn es um Weiterbildungen geht, die den Wert des Mitarbeiters auch außerhalb des Marktes erhöhen. Na, dann ist die Situation genau umgekehrt. Dann könnte der Mitarbeiter ex post die Firma ausbeuten. Weil er ja sagen kann, jetzt bin ich auch auf dem Markt mehr wert, jetzt sollte ich auch innerhalb der Firma mehr kriegen. Eine andere Anwendung in einem ganz, ganz anderen Bereich haben wir beim Thema Demokratie versus Autokratie. Wie ist das hier relevant? In nicht demokratischen Staaten ist das Risiko des Hold-ups durch den Staat eine Realität, also Ausbeutung durch den Staat. Es kann in nicht demokratischen Staaten durchaus vorkommen, dass der Staat Investoren enteignet, ja, wenn es irgendwie vorteilhaft erscheint. Und laut Williamson würden wir natürlich erwarten, dass in nicht demokratischen Staaten spezifische Sachkapitalinvestitionen, wie zum Beispiel Investitionen in die Schwerindustrie, vom Staat getätigt werden müssen, da kein Privater sich freiwillig in die damit potenziell verbundene Ausbeutungsfalle begeben wollen wird. Ne? Nochmal, in nicht demokratischen Staaten findet sich kein privater Investor für spezifische Sachkapitalinvestitionen und deswegen muss in nicht demokratischen Staaten der Staat solche Investitionen tätigen. Und viel allgemeiner wird hier ein viel allgemeineres Anwendungsfeld ist, wenn einer der beiden beteiligten Vertragspartner der Staat ist, dann kann die Governance-Theorie von Williamson Aussagen darüber erlauben, wann es effizient ist, dass der Staat eingreift, also die Produktion in bestimmten Branchen übernimmt, auch in Demokratien. Ja? Und die Frage könnte dann lauten, wann sollte der Staat öffentliche Dienstleistungen selber erbringen, wann sollten diese Dienstleistungen durch Externe geleistet werden? Das ist eine, wie nennt man das? Eine Type, das ist ein Untergebiet der BWL, nämlich sogenanntes New Public Management. Da geht es genau um diese Fragen. Welche öffentlichen Dienstleistungen sollten vom Staat erbracht werden? Welche kann man privatisieren? Okay. Ja. Und viel grundsätzlicher kann man natürlich in BWL-Sprache von Make or Buy sprechen, ne? Make bedeutet selber herstellen in einer eigenen Firma, also die Firma expandieren und dadurch höhere Organisationskosten in Kauf nehmen. Und Buy bedeutet über den Markt abwickeln, externe einbringen und dadurch Transaktionskosten in Kauf nehmen. Alle Governance-Strukturen, die wir bis jetzt behandelt haben, sind natürlich nur optimal gegeben bestimmte Rechtsgrundlagen. Und sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einer Überlastung der Gerichte kommen, wird natürlich die Effizienz von marktlicher Governance beeinträchtigt und es wird mehr hybride Governance-Formen geben. Umgekehrt sollten Regulierungen, die die interne Lenkungsfähigkeit von Unternehmen mindern, also die Organisationskosten erhöhen, auch dazu führen, dass mehr und mehr hierarchische Governance-Formen durch hybride ersetzt werden.
Weitere Anwendungen oder weitere Erweiterung. Wenn sich allgemein, die Unsicherheit hat man ja immer ein bisschen ausgeklammert. Aber was wäre, wenn die Unsicherheit sich ändert? Wenn zum Beispiel sich allgemein die Unsicherheit erhöht und damit der Bedarf nach flexiblen Anpassungen höher wird, dann wird man weniger hybride Governance-Formen beobachten, da hybride Strukturen gleichzeitig einerseits durch marktliche und hierarchische ersetzt werden. Ne? In der Grafik von eben würde das bedeuten, dass die Grenzen für den hybriden Bereich sich nach innen verschieben. Ne? Dann wäre es nur noch vielleicht für so einen Bereich optimal, hybride Governance zu haben, wenn die Unsicherheit steigt. Denn im Markt oder in der Firma ist man insgesamt flexibler. Und auch im Markt für Fremdfinanzierung kann man die Williamson-Logik anwenden. So kann man den langfristigen Kreditvertrag als marktliche Fremdkapitalversorgung interpretieren, die besonders bei niedriger Spezifität optimal ist. Dagegen wird die Beteiligung als firmeninterne Eigenkapitalversorgung eher optimal sein bei hoher Spezifität. Also Beteiligung ist firmeninterne Eigenkapitalversorgung und Kreditvertrag ist marktliche Fremdkapitalversorgung. Und auch hier gibt es eine ganze Literatur zu hy diversen hybriden Modellen, die irgendwo dazwischen liegen. Okay? Das finde ich persönlich nicht so interessant, aber ja, das wäre zum Beispiel ein schickes Thema für eine Bachelorarbeit. Okay, das war alles, was ich zu sagen habe zum theoretischen Teil. Am Montag schauen wir uns dann empirische Evidenz zu diesem Thema an. Wie immer möchte ich Sie darauf hinweisen, bitte, diese ganze Veranstaltungsform, die ich hier durchführe mit Ihnen, die bedeutet nicht, dass Sie automatisch besser abschneiden werden, ne? Die Tatsache, dass ich die Vorlesung aufnehme und dass wir uns dann zur Übungssitzung immer treffen, bedeutet, dass Sie potenziell mehr mitnehmen können aus dieser Vorlesung und auch potenziell besser abschneiden, als wenn ich die Vorlesung normal gehalten hätte. Aber nur, wenn Sie auch dementsprechend mitmachen. Ne? Also konsumieren Sie die Vorlesungsaufzeichnung nicht nur so, wie Sie in einer Vorlesung sitzen würden, sondern schauen Sie sich die Vorlesung intelligent an. Machen Sie immer wieder Pausen, schlagen Sie Sachen nach, lesen Sie Sachen nach, schreiben Sie sich Fragen auf, diskutieren Sie mit Ihren Kommilitonen darüber, oder schauen Sie, wenn es, weiß nicht, für manche kann es praktisch sein, das zusammenzuschauen. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen durch die Vorlesungsaufzeichnung gegeben werden. Und Sie sollten, ja, wenn Sie das so machen, dann sollten Sie auf jeden Fall besser abschneiden, als wenn das hier eine ganz stinknormale Vorlesung wäre. Genau.